Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Wie ich gestern im Livestream versprochen habe, gibt es heute ein detailliertes Patch Note Update Video von mir über das Bloodhound Town Takeover Event. Der Patch von ungefähr 4 GB auf der PlayStation 4 bringt eine Menge Veränderungen, die echt heftig sind. Ich rate euch jetzt schon bis zum Schluss dran zu bleiben. Kurz zum groben Inhalt, detailliert dann später. Kings Canyon und Duo Modus ist klar, einen absoluten heftigen Buff für den Revenant, das absolut krank ist. Dann gibt es auch an dem Evo Shield einen Buff, da wurde einiges geändert, was sehr, sehr interessant ist für alle, die das Evo Shield erstehen oder beziehungsweise liegen lassen. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Dann gibt es natürlich den Bloodhound Spot, das ist auch klar. Es gibt Waffen, Buffs und Nerfs, auch sehr interessante Sachen. Und es gibt die erste klassenspezifische Fähigkeit für die unterstützende Legende Lifeline. Ab Season 5 dann wahrscheinlich auch Loba, wenn die es denn in Season 5 wird. Bevor ich jetzt ins Detail gehe, möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die meinen Stream gestern so heftig supportet haben. Fast 3000 Aufrufe, viele neue Abonnenten, Kanalmitglieder und so weiter. Der Stream war der absolute Wahnsinn, auch wenn das mit vielen Stolpersteinen wieder verbunden war, weil die Connection einfach nicht hinhauen wollte. So, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, lasst dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, wie zum Beispiel so ein Infovideo, Livestreams, Tipps und Tricks, Videos und so weiter. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Nochmal betont, bleibt bis zum Schluss dran. Es bleibt spannend. Viel Spaß jetzt bei dem Update-Video. Ich starte zuerst mit den Waffenbuffs und Nerfs. Die G7 als allererstes. Da kann ich aber die ersten beiden nicht hundertprozentig interpretieren. Und zwar reduzierte Headshot-Skala und reduzierte Beinschuss-Skala. Beim Headshot von 2,0 auf 1,75 und beim Beinschuss von 0,9 auf 0,75. Meine Interpretation dazu ist wahrscheinlich, wenn ich auf den Kopf ziele, ist das der Wirkungsbereich in Zahlen. Ich kann es aber nicht hundertprozentig sagen, der Vollständigkeit halber wollte ich es mit ins Video bringen. Vielleicht gibt es einen von euch, der das genauer weiß und kann es in den Kommentaren vervollständigen, würde ich echt mega geil finden. Und die Projektilgeschwindigkeit bei der G7 wurde reduziert. Was das in Zahlen auch auf die Entfernung ausmacht, kann ich leider nicht sagen, wird nicht geschrieben. Die Elster, das Rückstoßverhalten soll jetzt zufällig und weniger horizontal sein. Und der Überhitzungsschutz wurde genervt, die Überhitzung kommt jetzt schneller in Zahlen. Zeitmäßig 2,4 Sekunden waren es vorher, bevor die Überhitzung stattfand oder eintritt. Jetzt sind es nur noch 2,2 Sekunden, ist eine Änderung, die ich begrüße. Und in Schüssen ausgedrückt sind es statt 25 jetzt nur noch 23 Schuss, bevor sie überhitzt, ist eine gute Änderung, ohne Scheiß. Jetzt kommt ein Kraber-Buff, den ich persönlich unnötig finde, aber so soll das Headshot-Talent, ich sag mal, belohnt werden einfach. Und zwar der Headshot-Multiplikator wird von 2,05 auf 3 erhöht und im Text wird geschrieben als Begründung, beziehungsweise als Beschreibung, so ist es möglich, jeden Gegner, egal wie gut ausgerüstet, ob krasses Evo-Shield auf Maximalstufe und einen lila oder goldenen Helm, er wird sofort gedownt sein. Es soll halt belohnt werden, wenn du fähig bist, mit dieser Waffe einen Headshot auszuteilen. Ich finde es unnötig, sei es drum, es geht ja nicht um mich. Dann wurde die Sniper-Munition noch ein wenig verändert, und zwar die Stapelgröße und wie viel in einem Stack drin ist. Und zwar finden wir jetzt nur noch 8 statt 10 Schuss, wenn wir einen Stack aufheben, und die Stapelfähigkeit wurde von 20 auf 16 Schuss pro Slot reduziert. Das war's mit den Waffen. Als nächstes kommen wir zum XXL Revenant Makeover. Ich nenne es mal nicht Buff, weil es ist echt ein Makeover der Legende, kann man schon fast sagen. So heftig wurde der gebufft. Es ist krass, es ist vielleicht overpowered. Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt, wenn ich euch erklärt habe, was mit diesem Revenant passiert ist. Fangen wir mit seiner passiven Silencer oder taktische Silencer-Fähigkeit an. Und zwar ist das diese Kugel, wer nicht weiß, was ich damit meine. Diese Kugel deaktiviert ja für 10 Sekunden die Fähigkeiten der gegnerischen Legenden. Achtung, das wurde von 10 auf 20 Sekunden erhöht, was schon mal eine heftige Sache ist. Als wäre das nicht genug, wird es jetzt richtig interessant. Die Silencer-Fähigkeit deaktiviert das Gibi-Waffenschild. Finde ich eine absolut feine Sache und deswegen sage ich Anti-Legende zum Gibraltar, weil er quasi den Gibraltar ohne Probleme jetzt kontern kann. Finde ich eine absolut krasse Sache. Was aber auch sehr interessant ist und vielleicht noch nicht jedem aufgefallen ist, schaut mal unten links neben der ultimativen Fähigkeit, wo L1 steht,
seht ihr die taktische Fähigkeit, den Silencer. Da ist ein Slot dazugekommen. Was genau passiert? Nummer 1, Nummer 2. Ihr könnt diese Kugel jetzt einfach zweimal werfen. Zieht euch einfach mal diesen Wirkungsbereich ran. Und übrigens, diese Kugel hielt vorher 5 Sekunden, jetzt hält sie 10 Sekunden. Noch viel krasser. Das heißt, wenn ihr gegnerische Squads in einem Gebäude pusht, von außerhalb ins Fenster einfach ein bisschen verstreuen die beiden Kugeln und die Gegner haben fast keine Chance. Dadurch, dass das jetzt 20 Sekunden hält, ist das absolut finster. Ach so, als wäre das übrigens nicht genug. Schaut auf meine Lebenspunkte. Ich drück's euch mal noch nicht in Zahlen aus. Ihr seht's dann selber. Ich hau mich jetzt selber mal weg. Ich respawne an dem Totem mit 50% meiner Lebenspunkte, nicht mehr mit einem Lebenspunkt. Das ist sowas von heftig. Der ein oder andere fragt sich jetzt, was ist, wenn ich in einen Fight stürme, wo ich ein volles Schild habe, aber nur 50% Lebenspunkte? Ihr unterschreitet diese Lebenspunkte nicht, das heißt, habt ihr 50% oder von mir aus nur noch 25% Lebenspunkte. Ihr werdet gepusht, ihr geht down, respawnt an eurem Totem, ihr habt dann genauso viele Lebenspunkte wie vorher. Es sei denn, wenn ihr bei 51% Lebenspunkten seid, habt ihr dann noch 50. Es wird auf jeden Fall nicht unterschritten, wenn ihr unter 50 seid. Das ist ein Makeover von Revenant, das ist absolut finster. Ich finde es nicht schlecht. Ob das overpowered ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wie ich finde. Lasst euch in den Kommentaren, wie gesagt, aus. Wir kommen jetzt wieder ins Menü. Dort geht es mit den anderen Änderungen weiter. Als nächste Legende wäre Wraith dran. Das ist ein kleiner Nerf, den ich aber geil finde für Leute, die sich gerne mit dem Portal außerhalb der Zone aufhalten und immer hin und her teleportieren, ohne Schaden zu nehmen. Das ist im Endfight eine fiese Sache, schon ein paar Mal selber erlebt. Und zwar sind beide Portalenden außerhalb der Zone, verschwindet das Portal schon nach 4 Sekunden, um eben wie beschrieben, wie im Endfight, wenn die Zone nur so winzig ist, dass man, was weiß ich, von einem Spot zum anderen Spot sich immer hin und her teleportiert, um die Zeit in der Zone zu reduzieren, wenn man sich in dem Portal befindet. Das ist jetzt genervt, finde ich eine Spitzenänderung, ohne Scheiß, begrüße ich sehr. Dann kommen wir zum Evo-Shield. Das finde ich krass. Also, ein Buff auf jeden Fall, es gibt keine extra Fähigkeit, aber die Stufen, bis man oder den Schaden, bis man die Maximalstufe erreicht, wurde extrem reduziert, würde ich schon fast behaupten. Ich nenne es euch mal pro Stufe in Zahlen. Wenn ihr Stufe Blau erreichen wollt, musstet ihr 100 Schaden austeilen, jetzt nur noch 75. Für Stufe Lila wurde der Schaden von 300, nachdem ihr Stufe Blau erreicht habt, auf 150 reduziert. Das ist schon die Hälfte, was ich krass finde. Da wirken sie wahrscheinlich dem entgegen, dass die Stufe Blau zwei Striche hat. Und ich bin ganz ehrlich, bevor ich das jetzt vervollständige, mir hätte es gereicht, ich hätte es zumindest besser gefunden, wenn Stufe Blau keine zwei, sondern ganz normal drei Striche hat. Das habe ich bis heute sowieso nicht verstanden. So, in Zahlen Stufe Rot, von Lila auf Rot. Statt 500 müssen wir dort nochmal 400 Punkte oben drauf legen. Wenn wir das alles zusammenrechnen, von dem Standard Evo Shield bis zur Maximalstufe brauchte man quasi früher 900 Schadenspunkte, die man austeilen musste. Jetzt sind es insgesamt nur noch 625. Das ist eine Reduzierung von 275 Schadenspunkten. Das ist eine heftige und begrüßenswerte Änderung, wie ich finde. Könnt ihr euch in den Kommentaren auch gerne auslassen, ob ihr das Evo Shield jetzt eher mitnehmen würdet als vorher. Wir kommen mal zu den offensichtlichen Änderungen. Einmal natürlich der Duo-Modus, ist klar. Das Menü wurde jetzt etwas verändert. Wir können jetzt Duos und Trios dauerhaft ändern. Lediglich bei der Kartenrotation. Das ist das, was ich in einem der letzten Videos schon befürchtet habe. Das Wort Kartenrotation. Das hat mich befürchten lassen, dass wir nicht dauerhaft immer so, wie ich Bock habe. Wenn ich sage, ich möchte ab um 1 Punkt 13 Uhr von mir aus Kings Canyon spielen und von mir aus ab 17 Uhr möchte ich ein paar Runden auf dem World's Edge spielen. Es war mir fast klar, es gibt einen Haken. Jede Karte rotiert anderthalb Stunden lang. Das heißt, ich habe 90 Minuten Zeit auf Kings Canyon zu zocken. Es ist ein Counter drin. Ich kann quasi nicht sagen, der Counter startet jetzt für anderthalb Stunden. Der ist festgelegt. Was aber interessanter ist und ich vorher nicht wusste, in der Rotation ist auch der Kings Canyon bei Nacht mit drin. Also Kings Canyon bei Nacht, Kings Canyon Season 2 Version und der World's Edge finde ich sehr, sehr geil, die Lösung. Ich kann das mit dem Counter für die anderthalb Stunden, ich kann es verstehen. Meine Erklärung kurz dazu.
dass der Kings Canyon, ich wurde mal in der gesamten Community zu 80% beliebter ist als der World's Edge, glaube ich, muss ich nicht groß erwähnen. Und ich denke, dass Respawn damit ganz klar machen möchte oder beziehungsweise sicher gehen möchte, dass der World's Edge gar nicht mehr gespielt wird. Der World's Edge wird ja auch täglich geupdatet, wie jetzt zum Beispiel mit dem neuen Spot von Bloodhound. Die geben sich mega Mühe und dann spielt keiner mehr den World's Edge, weil sie alle nur noch auf Kings Canyon rumkauchen. Ich kann es verstehen, auch wenn mir die Änderung trotzdem nicht gefällt, aber wir haben in der Allgemeinrotation den Kings Canyon trotzdem, ich sag mal, 3 Stunden hintereinander und nur 1,5 Stunden World's Edge. Aktuell habe ich die Rotation noch nicht komplett durchsehen können. Es kann natürlich auch sein, dass die Rotation ist World's Edge, Kings Canyon, World's Edge, Kings Canyon After Dark, dann wieder World's Edge und dann wieder Kings Canyon normal. Das weiß ich nicht 100%. Ich hatte einfach noch keine Zeit, das zu testen und ich habe es auch nirgendwo geschrieben gesehen. Deswegen verzeiht mir, wenn ich vielleicht da etwas Unrecht habe. Was auch noch interessant ist, auf dem Kings Canyon, egal ob After Dark oder normal, der Loot wurde überarbeitet. Es wird geschrieben, dass der Allgemein-Loot erhöht wird. Ob der jetzt qualitativ besser ist, kann ich nicht sagen. Wir kennen aber das Problem. Du landest an einem Spot und hast ganz, ganz häufig einfach nur Scheiße oder einfach zu wenig. Auch ein sehr, sehr interessantes Entgegenwirken. Auf den Duo-Modus muss ich ja nicht weiter eingehen. Es gibt aber ein paar Worte von Respawn, was den Solo-Modus betrifft. Den haben sich viele eher gewünscht als den Duo-Modus. Wenn die Worte so stimmen oder die Analysen von Respawn, kann ich es verstehen. Ich habe euch den Originaltext aus dem Englischen mal übersetzt, blende euch den ein und lese euch den vor. Und ich kann es nachvollziehen. Sorry, kleiner Rülpser. Ich blende es mal ein, lese es vor. Was ist nun mit Solos? Als wir Solo letztes Jahr als zeitlich begrenzten Modus eingeführt haben, sahen wir, dass sich dies täglich negativ auf das Spiel auswirkte, insbesondere wenn es um die Bindung neuer Spieler ging. Wir haben auch absichtlich Legenden und ihre Fähigkeiten entwickelt, um das Teamplay und die Zusammensetzung des Teams zu ergänzen. Aber wenn Solo gespielt wird, werden einige Legendenfähigkeiten unbrauchbar. Und das ist ein Punkt, den kann ich einfach mal verstehen. Das ist halt nicht wie bei Warzone. Da hast du keine Fähigkeiten, da bist du halt ein Soldat und hast genau dieselben positiven wie negativen Aspekte des Spiels und hast keinen Nachteil, weil du ein Gibi-Waffenschild oder so hast. Diese sind nur einige der Gründe, warum wir beschlossen haben, Solos nicht in das heutige Update aufzunehmen. Heißt also, es könnte ja noch passieren. Wir suchen immer noch nach Möglichkeiten, um ein Solo-Erlebnis zu ermöglichen, aber schnappen Sie sich vorerst einen Freund oder zwei und springen Sie in die Arena. Also ich kann die Worte schon irgendwo verstehen, auch wenn ich einen Solo-Modus trotzdem sehr, sehr geil finden würde. Und auch die Server werden ein bisschen entlastet, weil mal hier einer spielt, mal da. Das wurde auch geschrieben, habe ich jetzt aber einfach in den Text nicht mit aufgenommen. Zum Schluss kommen wir zu den klassenspezifischen Fähigkeiten oder einer klassenspezifischen Fähigkeit. Wer nicht was weiß, was ich genau damit meine, ich blende euch auch nochmal das Video hier ein, darüber habe ich nämlich schon gesprochen. Es gibt ja 4 verschiedene Klassen bei den Legenden. Offensive, Defensive, Unterstützende und Aufklärende. Aufklärende sind zum Beispiel Bloodhound oder Pathfinder. Unterstützende ist aktuell nur Lifeline und in Season 5 wahrscheinlich auch Loba. Offensive haben wir zum Beispiel Wraith oder Defensiv Gibraltar. Nur um das mal grob klar zu machen, wer nicht weiß, was ich meine, schaut in das Video unbedingt rein. Dort erkläre ich für jede klassenspezifische Geschichte, was da die zusätzliche passive Fähigkeit werden wird. Wir haben jetzt in diesem Update vorerst nur für die unterstützende Lifeline eine Fähigkeit dazu bekommen. Und zwar, ihr habt sicherlich schon mitbekommen, ich blende es euch einfach mal ein, die blauen Supply Boxen sind jetzt im Spiel. Was genau bringt diese Supply Box? Und das ist nämlich die passive Fähigkeit. Es kann zwar jede Legende diese Box öffnen, aber nur bei Lifeline öffnet sich ein extra Fach, wo nochmal extra Loot drin ist. Also habt ihr eine Lifeline an Bord, lasst ausschließlich Lifeline diese Kiste öffnen, dann öffnet sich ganz normal die Kiste und dann klappt noch ein extra Fach mit extra Loot aus. Und der extra Loot in dem extra Fach enthält eine Mischung aus heilenden Sachen wie Medikits oder Schildzellen, Knockdown-Schildern und Waffen aufsetzen. Keine Waffen oder sonst irgendwas, eine goldene Rüstung oder so ist da nicht dabei. Wirklich nur so ein bisschen Support-Zeugs. Ist eine absolut geile Änderung, wie ich finde.
Ich bin gespannt, wann die nächsten klassenspezifischen Fähigkeiten dazukommen. Ich gehe aber ehrlich gesagt erst in Season 5 davon aus. Das werden wir sehen. Das soll es inhaltlich zu diesem Mega-Update gewesen sein. Ich finde auf jeden Fall den Patch den absoluten Wahnsinn. Lasst euch in den Kommentaren bitte gerne aus, was ihr von den ganzen Patches haltet. Wie ihr das Video fandet, lasst diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, wie Tipps und Tricks, Informationsvideo wie dieses, Livestreams und so weiter. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Start ins Osterwochenende. Das war's von mir. Haut rein, ciao.